Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ich sag's euch gleich, falls ich mich ein bisschen seltsam anhöre. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich denke, ich habe das Gröbste überstanden, aber meine Stimme und mein ganzes Sein ist noch nicht wieder auf 100%. Ich habe mir gedacht, wir machen heute zusammen eine kleine Abstimmung. Ich bin nämlich bei Instagram schon mehrmals drüber gestolpert, dass andere Bookstagrammer und Booktuber über ihren Instagram-Kanal gefragt haben, welches Buch von ihrem Sub sie als nächstes lesen sollen. Und das fand ich eigentlich eine richtig, richtig coole Idee, weil ich nämlich auch versuche, meinen Sub abzubauen. Und jeden Monat versuche ich es aufs Neue und jeden Monat scheitere ich. Ich brauche es euch nicht zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt 4 Bücher ausgesucht, weil man nämlich auch bei Instagram in den Stories immer eine Abstimmung machen kann und immer 4 tendenzielle Bücher oder Antwortmöglichkeiten auswählen kann. Deshalb dachte ich, mache ich hier auf YouTube auch 4. Dann kann man nämlich hier unter dem Video abstimmen oder eben über Instagram, wenn man das lieber machen möchte. Ich habe mir 4 Bücher ausgesucht. 4, die teilweise schon länger auf meinem Sub liegen und teilweise noch nicht. Also ich habe es schön gesplittet. 2 davon sind gerade erst diesen Monat bei mir eingezogen und 2 davon liegen schon länger auf meinem Sub. 3 der 4 Bücher haben auch etwas gemeinsam. Und zwar sind die auf meiner 21 für 21 Liste. Sprich, die sollen eigentlich dieses Jahr noch gelesen werden. Ich hinke da auch ein kleines bisschen hinterher, tüdelü, weil ich glaube ich erst 8 von 21 Büchern gelesen haben und wir haben schon September zur Hälfte rum. Ja, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Ich werde euch nicht erzählen, welches der Bücher auf meiner Liste sind, damit ihr da auch damit ihr da auch nicht beeinflusst werdet. Ich werde euch jetzt alle 4 Bücher zeigen. Ich lese euch auch den Klappentext vor, weil ich euch ja noch nicht viel darüber erzählen kann, weil ich auch noch nicht mehr davon weiß, als das, was der Klappentext sagt. Und ja, dann dürft ihr gerne unter dem Video eure Stimme abgeben. Schreibt einfach den Buchtitel in die Kommentare, den ihr euch wünscht, dass ich den lese. Und dann schauen wir am Ende mal, was dabei rumkommt. Ich werde dann die Stimmen auszählen und dann schauen wir mal. Also es geht darum, dass ich die Bücher dann im Oktober lese. Oder das Buch, das dann gewinnt, werde ich im Oktober lesen. So, fangen wir erstmal an mit Tilly Cole, A Wish for Us. Das habe ich von der lieben Saskia von Tea Between the Pages. Nagelt mich nicht fest, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Ich bin ganz, ganz furchtbar schlecht mit Namen, es tut mir leid. Sie heißt auf jeden Fall Saskia, sie ist auch in meinem Blogger-Team. Daher kann ich mich auch sehr gut an dieses Wichtelpaket hier erinnern. Das haben wir nämlich zu Weihnachten gemacht, ein Wichtelpaket mit ganz vielen Bookstagrammern. Und da hat die Saskia mich gezogen und da mussten wir 4 Bücher angeben. Und eins davon hat der Wichtel quasi dann gekauft. Und sie hat mir A Wish for Us gekauft. Passend dazu noch eine Buchkerze und ganz, ganz viel Goodie-Kram. Ich war total begeistert. Ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor und dann schauen wir weiter. Seine Küsse waren wie Farbexplosionen in der Dunkelheit. Seine Liebe wie Musik in einer stummen Welt. Cromwell Dean ist der erfolgreichste Musiker Europas. Mit gerade mal 19 Jahren liegt ihm die Welt zu Füßen. Doch seine Musik bedeutet ihm insgeheim nichts. Um sein Talent nicht weiter zu verschwenden, beginnt er ein Musikstudium in den USA, wo er Bonnie Faraday, ich denke Faraday wird's ausgesprochen, kennenlernt. Ehrgeizig und von Musik begeistert könnten das Mädchen aus einfachen Verhältnissen und Superstar Cromwell unterschiedlicher nicht sein. Doch als sie für ein Kompositionsprojekt zusammengesetzt werden, regen sich nicht nur Gefühle in Cromwell, die er noch nie gespürt hat, sondern auch eine alte Sehnsucht, die mit aller Macht vergessen bleiben muss, auch wenn es ihn seine Liebe zu Bonnie kosten könnte. A Wish for Us von Tilly Cole. Buch Nummer 2 ist Dear Sister von Clara Robert. Das ist auch jetzt gerade erst bei mir eingezogen, weil es bei Kraff eine Signieraktion gab
die ich natürlich mitgenommen habe. Wenn es irgendwo heißt, es gibt eine Signation, kannst du davon ausgehen, dass ich da dann auch drauf anspringe. Natürlich. Auf jeden Fall habe ich das Buch schon länger auf der Wunschliste, weil es sich einfach super, super schön angehört hat vom Klappentext. Ich lese ihn euch auch gleich noch vor. Und wie ihr wisst, mag ich ja so schlichte Cover. Einfach nur einen schönen Hintergrund, eine schöne Schrift. Fertig. Mehr brauche ich nicht. Ich mag ja gar keine Menschen und Personen auf den Cover eigentlich. Weil man dann irgendwie immer so fixiert ist auf die Person. Und man stellt sich unterbewusst ja immer die Protagonisten genauso vor, wie sie auf dem Cover sind. Sind wir mal ehrlich. Auf jeden Fall lese ich euch jetzt den Klappentext zu Dear Sister vor. Es kostete ihn jeden Tag immer mehr Kraft, all seine Gedanken und Gefühle zu unterdrücken, weil er niemals haben konnte, was sein Herz so dringend brauchte. Jenna war seine Schwester. Ohne es zu merken, hatte sie einen gefährlichen Bereich seines Herzens erobert. Joes Gefühle waren langweilig, ehrlich, bedingungslos und verboten. Stell dir vor, du findest deine einzig wahre Liebe, den einen Menschen, der für dein Herz bestimmt ist. Doch was dein Herz will, ist strikt untersagt. Würdest du trotzdem um diese Liebe kämpfen? Ich weiß jetzt schon, dass ich ganz, ganz, ganz doll weinen werde. Und irgendwie erinnert mich die Thematik auch ein bisschen an Forbidden. Aber ich freue mich auch schon sehr drauf. Vor allem, weil es auch das erste Buch ist aus dem Vajona Verlag. Seht ihr das? Ich glaube, ich habe von dem Verlag zwar schon gehört, aber noch nie ein Buch daraus gelesen. Aber das soll euch jetzt nicht beeinflussen. Dann kommen noch zwei Bücher, die gerade vor zwei, drei Tagen bei mir eingezogen sind, als ich mit der lieben Laura von Ninjas Wonderland in Saarbrücken war. Die ganzen Accounts, die ich hier nenne, sind Bookstagrammer. Die werde ich euch alle unten in der Infobox verlinken, damit ihr auch mal auf deren Profilen vorbeischauen könnt. Bisschen Schleichwerbung für meine Freunde. Nein, aber sind ganz, ganz tolle Menschen und ja, Bookstagram verbindet. Ich kann es nicht anders sagen. Kommen wir aber zum dritten Buch. Das wäre Scherbenthron von Maxime M. Martineau. Wer mich bei Instagram schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich dieses Jahr Band 1 und 2 hintereinander gelesen habe und dass Band 1 und 2 absolute Jahreshighlights für mich sind. Und guckt euch mal bitte das Cover an. Ich liebe diese Reihe. Ich muss sie nachher mal alle zusammenstellen, einfach nur um ein schönes Foto zu machen. Und diese Reihe ist einfach so wunderschön und wundervoll. Ich liebe sie abgrundtief. Unterschrift ist natürlich auch die Tiermagierin. Mit Tieren hat man mich ja eh immer schon. Es geht auf jeden Fall um eine Tiermagierin. Sie kann verschiedene Tiere beschwören. Das erinnert mich so ein bisschen auch an Pokémon. Weil die dann quasi auch in ihrer Kette wieder verschwinden, in ihrem Bestiarium. Aber ja, es ist irgendwie so, ich sage mal, Pokémon mit Fantasy, Liebe und Intrigen und Machtkämpfen. Und es ist einfach so eine tolle Geschichte. Ich kann euch jetzt auch den Klappentext von Band 3 vorlesen, aber theoretisch wäre es ja klug, wenn ihr erst Band 2 und Band 1 davor liest, aber ich lese euch trotzdem meinen Text vor. Das Feuer des Drachen. Tiermagierin Lena wollte nie einen Krieg, doch ihre Feinde drohen, ein uraltes Tierwesen, den Drachen der Göttin zu entfesseln und das ganze Land mit Feuer und Blut zu überziehen. Der Weg der Königin. Wird der Drache erweckt, ist alle Hoffnung verloren. Der Gruppe um Lena bleibt nur eine einzige Chance, angreifen, bevor das Ritual durchgeführt werden kann. Die Schlacht des Schicksals. Das hört sich schon sehr gut an. Lena und ihr geliebter Nock wissen, dass ihnen die Zeit davon rennt. Die letzte Schlacht naht und nicht alle werden sie überleben. Das habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich habe auf jeden Fall einen Sidekick aus Band 1 und Band 2, den ich abgrundtief liebe. Wenn dem was passiert, wisst ihr ungefähr oder könnt ihr euch vorstellen, wie ich in meinem Bett oder auf der Couch liege und 3 Millionen Tränen weinen werde. Mindestens. Aber es ist ein absolutes Jahreshighlight von mir. Und so wahr ich hier sitze,
bitte, lest die Bücher. Ich glaube, ich habe schon meine ganzen Mädels auf Bookstagram dazu angestiftet. Die meisten haben es mittlerweile auch zu Hause, aber haben es immer noch nicht gelesen. I'm watching you, Mädels. Liest es. Last but not least kommen wir zum vierten Buch. Und das wäre The Second Princess Vulkanherz von Christina Hiemer. Das habe ich nämlich auch von der lieben Laura bekommen. Wir waren halt, wie gesagt, vor 2-3 Tagen in Thalia, in Saarbrücken. Und ich sagte noch so zu ihr, ja, oh, das da muss ich auch unbedingt noch lesen. Das hatte sie mir schon ein paar Mal empfohlen. Und sie sagte, ja, dann mach's doch auch. Macht Sinn. Und dann habe ich gesagt, ja gut, nächsten Monat. Bei mir ist immer alles nächsten Monat. Auf jeden Fall hat sie es gelesen und geliebt. Und ich lese euch mal, gut, der Klappentext ist mini, aber hier drin ist noch ein Klappentext. Den lese ich euch mal vor. Dann wisst ihr auch ungefähr, um was es geht. Auf der Vulkaninsel St. Lucien, ich denke, so wird es ausgesprochen, herrscht die mächtige Dynastie der Bellfrauen. Seit Jahrhunderten wird die Krone an die älteste Prinzessin weitergegeben. Doch hinter der glamourösen Fassade der Königsfamilie lauern düstere Geheimnisse, die nur die zweitälteste Prinzessin zu hüten weiß. Safina war immer die jüngste und damit unbedeutendste der drei Schwestern. Nun rückt sie durch unerwartete Ereignisse in der königlichen Thronfolge auf und tritt vollkommen unvorbereitet ein dunkles Erbe an. Und ausgerechnet Dante, der undurchschaubare Adelssohn, soll ihr dabei helfen. Wenn das nicht mal nach einer Love Story klingt. Ja, The Second Princess, Vulkanherz. Ich weiß gar nicht, ob das ein Reihenauftakt ist. Oder ob das vielleicht auch ein Einzelband ist. Nee, ich glaube, das ist ein Einzelband. Schlagt mich, wenn es anders ist. Ich werde das nochmal recherchieren, aber ja, aktuell ist auf jeden Fall nur Vulkanherz auf dem Markt. Und ja, steht schon etwas länger auf meiner Wunschliste. Ihr Lieben, das waren die vier Bücher, die ich euch zur Auswahl gebe. Ich lege meinen Subabbau in eure Hände. Bitte geht gut mit meinem armen Herz um. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt, für welches Buch ihr euch entscheidet. Also, wenn es nach mir geht, ich möchte euch wirklich nicht beeinflussen. Wenn es nach mir geht, ist es mir echt egal. Natürlich würde ich Scherbenthron gerne lesen, weil ich da auch schon seit März drauf hinfiebere. Aber bitte lasst euch davon nicht beeinflussen. Sagt einfach nur, welches Buch euch am besten gefallen würde. Ich zeige es euch nochmal. Hier steht übrigens ein Tisch. Ja, also hier nochmal alle vier. Zur Auswahl. Warte, der Monk in mir sagt, ich muss euch so zeigen. So, A Wish for Us, Dear Sister, Scherbenthron oder The Second Princess. Ja, das sind die Bücher, die ihr zur Auswahl habt. Wenn ihr mehr von mir hören, sehen, lesen etc. wollt, dann schaut doch gerne bei Bookstagram vorbei. Ich verlinke euch wie immer in der Infobox auch nochmal meinen Instagram-Kanal. Und darüber bin ich auch immer zu erreichen. Also wenn ihr euch irgendwie mit mir austauschen wollt, wenn ihr über ein Buch reden wollt, wenn ihr einfach nur mal ein bisschen schnacken wollt, dann schreibt mir gerne bei Instagram. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!